Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown mit mir, dem Herrn gleich. Ja, Daily Shop News und Combo Masteries und General Animations Rowdown News. So, es gibt Neuigkeiten. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz in die Coming Events rein. So, da haben wir am 20. bis zum 25. Dezember den Guild Rumble. Den nächsten. Geht jetzt wieder los. Vom 21. bis zum 31., also über die Weihnachtszeit, wird es irgendwelche Throwdown Community Activities geben. Also irgendwelche Contests, Giveaways, wie es hier aussieht. Weitere Infos werden dazu dann folgen. Am 24. bis zum 28. gibt es den Burobu Clash. Da geht es dann wieder um diese neuen Mythic Stones, die wir ja schon das letzte Mal jetzt gehabt haben. Schauen wir mal gleich genauer rein. Und vom 28. Dezember bis zum 11. Januar gibt es einen Holidays Bowl Club. So, da bin ich natürlich mega gespannt, welche Karten diesmal vielleicht. Machen Sie ja noch mal den Mythic Zoidberg und dann würde ich den dann voll bekommen. Da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings relativ gering, sage ich mal, dass sie das machen werden. Aber schauen wir doch einfach mal, was passiert. Also sollte es einen Dr. Zoidberg geben, werde ich natürlich meine Gems in ein großes Pack-Opening reinballern. Schauen wir doch einfach mal, was passieren wird. So. Ja, das zum einen. Jetzt schauen wir jetzt in diesen Borobu Clash rein. Dazu gibt es nämlich hier auch Informationen. Das hier werden die Winter-Kombos sein. Medicated Stewie ist geil, den habe ich. Diamond Ring Lois habe ich nicht. Interessiert mich auch nicht wirklich. Solid Gold Tuxedo interessiert mich auch nicht wirklich. Hätte ich unter Umständen, könnte die spielen. Marionette Chris ist ganz interessant. Dann haben wir hier die Celebration. Borobu Addict ist natürlich cool. Habe ich. Equestronauten, na klar. Dann hier Slip and Slide Bob, das ist mal eine. Ja, jetzt kommen hier Kombos, die wirklich mal Sinn machen. Burger Boss Bob, geil. Habe ich ja auch. Traumatized Dale, okay, den habe ich nicht. Dann haben wir Shut Up and Take My Money, Claw Machine und Cutie MC Whiskers. Man mag es kaum glauben, dass ich diese Kombo auch nochmal zu Gesicht bekomme. Cutie MC Whiskers. Ja, das wäre es zum einen hiervon. Wieder mal das Mesen ab Level 25, was völliger Schwachsinn ist, weil da kommt kaum einer von uns hin. Nur SFC-Spieler sind zugelassen. Also ganz normal. So, also wird einiges jetzt passieren. Welche Karte dann letzten Endes hier möglich sein wird, werden wir dann sehen. Kriegen eh nur die wenigsten von uns. Also von uns wahrscheinlich keine. Aber irgendwann kriegen wir eh mal diese Mythic Combo Stones zusammen. Und dann gibt's auch da wieder neue Karten. Würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. So, wie ist das eigentlich? Also, wenn man jetzt eine Mythic, vielleicht kann mir das mal irgendjemand in den Chat schreiben. In den Chat, was heißt in den Chat? Unten in die Kommentare. Mythic mit Mythic als Combo erforschen. Wie lange dauert das? 16 Tage? Naja, also, das wäre das auf jeden Fall hiervon.
So, ja, dann sind wir hiermit soweit erstmal durch mit diesen Infos und dann geht's auch schon rein in hier ganz normal in Mamas altmodische Schatulle und da wird der guckt's euch an. Der Teddy. Teddy. Naja. Teddy ist jetzt nicht unbedingt eine, der kommen muss, wo ich jetzt total geil drauf bin. Kommen muss. Charakterkarten. Natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ich die hätte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, brauche ich unbedingt den Mythic Teddy, brauche ich unbedingt. So. Beim Bender sieht die Sache schon ein klein wenig anders aus. Also den Mythic Bender könnte ich mir sehr gut vorstellen, in meinem Deck zu haben. Children's Author, Henry Haber-Debater, Steve Smith und Hank Hill sind auch gute Karten. Insofern eine solide Box. Aber hier geht's dann weiter. Mit der Obedience Box. Mit Obedience, School Brian, Quahog, Preschool, Henry Haber-Debater, Mr. Front, Bill Daughtry und Hector Amy Wong. Coole Box. Meatman Box. Meatman Sculptor, Zeb Brannigan Portrait, Ghost Boy, Peter's Drawing, Bill Daughtry und Klaus Heisler. Irgendjemand hatte irgendwo in den Kommentar geschrieben. Wer war das? Irgendjemand hat es reingeschrieben. Dass er. Muss ich nochmal gucken dann später. Aber. Dass er den Meatman Sculptor bekommen hat. Zeb Brannigan Portrait. Und leider nicht den Bill Daughtry, um ihn zu quadfusen. Also wenn man den Bill Daughtry auch nur ganz normal fused hat, ja, ist der schon mega stark. Also da, wenn du nur drei Stück dann davon hast, ist das natürlich echt der Oberhammer, ja. Die vierte wird irgendwann früher oder später kommen, dann kannst du dich drauf freuen. So. Dann sind wir hier in der Meisterschaft angelangt. Gucken wir mal ganz kurz, was hier so aktuell am Start ist. Da haben wir als allererstes den Kartell-Klaus. Den Kartell-Klaus. Kartell-Klaus. Gucken wir uns den Kartell-Klaus mal an. Was ist denn hier los? Hier unten ist ja nicht richtig angezeigt. Irgendwie mache ich hier momentan alles falsch, habe ich das Gefühl. Irgendwie mache ich hier momentan alles falsch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Dann machen wir das mal so und dann ziehe ich mir das hier zurecht. Irgendwie komme ich momentan total durcheinander. Und das ist gar nicht schön. Aber gut. Man möge es mir verzeihen. Leider gleich gibt's keinen. Es gibt keine Gnade. So. Machst du hier für eine Scheiße? So. Dann haben wir hier den Klaus Basung mit einer Basunga Bazooka. Gehen wir doch gleich, komm. Gehen wir weiter runter. Gehen wir runter zum Klaus Heißler. Zum Klaus Heißler. Und wenn, dann müssen wir das Ding auch schon quadfusen. Also so viel Zeit muss sein. Auch wenn ich kein Klaus Heißler-Fan bin. Aber hier der Kartell Klaus ist nice. Definitiv. Hier mit Bazunga Bazooka oder eben da mit Longstick with Sharp Rock. Das rechts ist schon eine ziemlich brutale Geschichte mit Hijack, Gas und Leech. Und ja, die ist nice. Definitiv. Da guck hier mit seinem. Was will er sich eigentlich damit mit diesem Rasiermesser wegrasieren? Seine Schuppen oder was? Okay. Kartell Klaus. Ist ziemlich geil. Nummer 16, 18. 16, 18. Welche davon ist die stärkste? 16, 18, ne? Also die stärkste hier mit Cat with Gun. Ja. Also alle Klaus Heißler Spieler. Hier. Ich würde keine 500 Gems für ausgeben und schon gar nicht für eine Klaus Heißler. Klaus Heißler, Kumpel, aber
Ich sag mal so, wenn irgendjemand sagt, ich mach den Klaus Heißler total und ich finde, ja, der könnte noch ein bisschen stärker werden in seinem Fischglas da. Ja, dann gebe ich doch mal ein paar Gems für aus. Also ich würde es nicht machen, aber okay. Gehen wir in die nächste Combo rein. Nächste Combo ist das jetzt hier. Nächste Combo ist hier das Menstrual Cycle. Und es sieht folgendermaßen aus. Da haben wir eine Mac. Maggie Mac mit Autokarten. Juhu. Einzige legendäre Autokarte ist das Golfball Escape. Das, was da rechts rauskommt, ist auch hier gar nicht mal so schlecht. Machen wir mal, ja, komm, quadfusen wir das mal. Ich will es mir einfach nur mal anschauen. Was aber, oh, guckt euch das an hier. Menstrual Cycle hat tatsächlich 16-fach Revanche, 21-fach Gas, 8-fach Cripple All. Ist damit relativ stark, sage ich mal. Aber sorry, wer spielt bitte schön ein Golfball Escape? Diese Kombokarte ist sowas von überflüssig wie ein Pickel am Hintern. Den braucht keiner von uns. Und insofern macht das auch eigentlich echt keinen Sinn, ja. Aber gut. Und schon gar nicht 500 Gems dafür auszugeben. Also klicken wir das Ding mal ganz schnell wieder weg. Und sparen unsere wertvollen Gems für andere Sachen. So, dann kommen wir hier zu einer Combo, von der ich überhaupt nicht begeistert bin. Stewie ist eigentlich ganz nice, aber Red Riding Stewie ist, ja, das ist das hier. Gehen wir mal darunter. Selbst der Mythic Stewie haut mich nicht vom Hocker. Red Riding Stewie ist Nonsens, ja. Völlig uninteressant, spart eure Steinchen dafür. Also das lohnt sich nicht. So, dann haben wir noch eine. Das ist hier hinten tatsächlich eine Karte, die ich auch, ich glaube, in der ganzen Zeit, in der ich hier das Ding spiele, nur ganz am Anfang mal gesehen habe. Das ist der Space Cadet Chris. Das ist jetzt dann auch schon irgendwas um die 2 Jahre, ja. Space Cadet Chris hier mit einem Planet Express Schiff, Chris Griffin. Sensationell auch wieder Gas und Cripple. Aber auch hier muss ich sagen, Leute, wenn ihr ein Planet Express Schiff bei euch im Deck habt, macht ihr was falsch. Also schmeißt das Scheißding raus, weil das lohnt sich nicht. Ja, das lohnt sich gar nicht. So, hört auf den Papa gleich. Raus damit, wisch. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen und geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleichschaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.